Hallöchen, liebe Wimmelbildfreunde, und schön, dass ihr wieder reinschaltet zu einer weiteren Folge von Rite of Passage 5, Sturm des Jenseits. Eigentlich sollte ich das mal wie Gronkh machen. Also, ich bin nicht Gronkh, will ja auch nicht sein, aber Gronkh hat auch einfach nur aufgenommen, vielleicht so eine Stunde, hat das in Parts aufgeteilt. Werde ich vielleicht im nächsten Let's Wimmel mal versuchen. Dann kann es sein, dass ich mit dem Satz aufhöre und das erst in der nächsten Folge ist. Mal schauen, einfach mal so. Mal probieren. Ach du Schande. Der Rob ist auf jeden Fall Jäger. Yep. Aber wenn ich sagen muss, er passt auf seine Degen nicht besonders gut auf. Was soll ich jetzt hier machen? Ich soll mir wahrscheinlich das hier anschauen. Beeindruckend, aber ich muss mich darauf konzentrieren, dieses komische Schrauben zu entfernen. Ja, haben wir doch hier. Okay, das ist das. Das ist das. Komische Schraubenschlüssel. Also, so hänge ich meine Trophäen auch immer an. Mit so komplizierten Muttern, die ich mir spezial anfertigen lasse, damit ja keiner meine Trophäen klauen kann. Ich meine, es ist ein doofer Fisch. Okay, Fische sind nicht doof, aber trotzdem, wegen Fischfilets solche complicated Sachen machen. Rache. Okay, er legt richtig los. Rob hat mich getötet. Heute wird er sterben. Ja, er ist ziemlich sauer. Ich meine, ist auch verständlich, aber trotzdem. Dann ist er aber eigentlich ein Deut besser als Rob. Finde ich jedenfalls. Okay, kannst du mir vielleicht da auch noch helfen, Blitzy Boy, Blitzboy? Nö, natürlich nicht. Okay, wo muss ich hin? Oder sollte ich sagen, Hitzboy? Okay, dann gehen wir wahrscheinlich mal hier oben hin. Okay, aber ich kann mich trotzdem weiter nicht umschauen. Ich muss die Truhe nutzen. Das war ja klar. Mist, ich habe die Nadel ge. Jetzt muss ich noch einen anderen Weg, die Kiste leise zu öffnen. Ich muss wohl improvisieren. Okay, schauen wir mal hier. Ja, immer noch ein Bild von Ashley neben seinem Bett. Das falsche Buch. Okay, und jetzt? Ich habe ja nichts zum draufhauen, also irgendwie. Sonst habe ich ja hier nichts mehr, oder? Und der merkt das nicht, dass so seine Bude durchsucht wird. Nein, das merkt er nicht. Nö. Also wenn in meiner Zuhause irgendwo einer rumschleicht
und Türen und alles mögliche offen lässt. Nein, das ist nicht verdächtig. Das macht einen nicht misstrauisch. Nein. Der versteckt sich wahrscheinlich gerade und lauert uns gerade auf. Schrank, Schrank. There, that's the perpetrator's house. Arrest him. So, schnell abhauen hier. So, wieder zurück. You made it. Rob didn't see you, did he? Omni tried to kill Rob? Oh, things are worse than I thought. The sooner we enter the temple, the better. Come on. Okay. Falle. Ah, there's some kind of barrier blocking me. I won't be able to follow you. I'll have to continue on my own then. Stay safe. Das war irgendwie zu erwarten, oder? Okay, ich glaube nicht, dass wir das Symbol da reinsetzen können. Nein, war ja klar. Okay, was haben wir hier? Anheben. Oh Gott, Mädchen. Hat ja keine, nicht mal Muckis hier. Annotiert ist etwas angefühlt. Es ist zu dunkel, etwas zu erkennen. Ah, okay. Der Schlüssel ist irgendwo zu finden. Ich muss mal improvisieren. Ja, mal wieder. Das muss Omnis Schrein sein. Okay, und hier tropft Öl aus. Ich habe auch nichts zum Transportieren gerade. So viel Sand ist ganz schön nass und schwer. Ja. Hier ist ein Löwe. Hier könnte ein Transport passen. Und hier ein Fisch. Okay, vielleicht kann ich mit dem hier. Kanobo. Nein. Lass mir doch mit dem Kanabo kann ich das hier bewegen. Ach jetzt, ja, den großen Felsen schafft sie auf einmal. Ja, nee, ist klar. Kann ich noch nichts anfangen damit. Ein Dunkellaterne nützt nichts. Ja, hier brennt ja ein Feuer, da können wir ja anzünden. So. Nur die Frage, muss ich das jetzt zum... Wo muss ich das denn hinbringen? War hier irgendwas dunkel? Ah ja, es war zu dunkel, wenn... okay. Okay, was haben wir jetzt für ein Symbol drauf?
Müssen wir wahrscheinlich erst da rein, um es rauszufinden. Was geht hier vor sich? Ja, bist du lebensmüde oder was? Ja, dem fehlt ein Bein, das war ja irgendwie klar. Fehlt ja trotzdem irgendwie die Kugel leer. Okay, dann kann ich aktuell gerade nichts machen. Okay, was sagt die Karte? Wieder hier irgendwas machen. Hätte es sein können. Ah, lass mich raten. Hier einfüllen. Und dann anzünden. Eine Lunte vielleicht. Warte mal, hier, ich habe eine Idee. Hier. Ups. Und dann da. Und dann anzünden. Das wird alles niederbrennen. Ah. Ja, wo ist mit soll ich denn den Sand transportieren? Er muss ja eh das. Es war ja klar, dass es nicht so einfach sein wird. Da ist der Fuß. Hier ist die Kette kaputt wahrscheinlich. Ja, die ist kaputt. Und das müssen wir wahrscheinlich irgendwie runterschießen. Viel zu schwer, die Frau kann auch gar nichts. Entschuldigung. Soll nicht so böse gemeint sein, wie sie es immer anhört bei mir. Ja, hier Schritt drauf. Und das Feuer ist aus. Da kriegst du dein Bein wieder. Über die Kette. Mal wieder vollständig. Aber damit den Vogel holen kann ich nicht. Okay. Dann wollten wir mal hier rein. Die Kette war ja hier kaputt. Okay, hier brauchen wir einen Vogel. Wahrscheinlich den Vogel, der da rumweht. Okay, und da hat sich ein Wimmelbild eröffnet. Okay, erstmal was freilegen. Ist ja wieder logisch. Fächer und Pfirsich. Jetzt müssen wir nur schauen, wo ich was... ja, ihr wisst schon, bewegen kann überhaupt. Ich sehe nämlich gerade gar nichts, was mir irgendwie was... Hier ist was. Fehlt ein Stück von Origami, oder was? Fehlen die Flügel. Okay. Wo sind denn hier die Origami-Flügel? Okay. Fehlt aber immer noch Fächer und Pfirsich. Das sieht aus wie ein Ei. Wo würde ich da ein Ei verstecken? Hier. Das ist doch ein Ei. Okay. Nur kurz schauen, nicht, dass ich irgendwas öffnen kann und ich check's nicht.
Kann ich irgendwas irgendwo machen? Nein, es sieht nicht danach aus. Okay, dann versuchen wir das einfach mal. Wo ist der Bonsai? Da oben ist der Bonsai. Ich kann ja leider, wie gesagt, das hier nicht öffnen. Da wäre wahrscheinlich der Fächer mehr für den Fächer ein gutes Versteck. Ein bisschen doof. Ich nehme jetzt einfach mal all die Gegenstände mit, die ich sehe. Wo ist der Kamm? Glückskatze. Ja, das glitzert hier so, aber das ist ja nichts. Fliege. Das ist keine Fliege. Das ist aber keine Fliege, das ist ein Fächer oder so, ein Falter oder sowas gewesen. Nicht Fächer, sondern Falter. Kamm. Ich bin echt blind manchmal. Ich brauche einen Tipp. Okay, also muss ich doch hier... Wieso glitzert denn das nicht? Also ist der Fächer auch irgendwo versteckt. So, ich scanne jetzt einfach mal das Bild nach dem Kamm ab. Da. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich versteckt hier irgendwo ist, ist der Fächer. Ich klicke jetzt wirklich mal alles an, weil ich... Bam. Und da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Wir brauchen immer noch die Patrone für das Ganze. Warte mal, kann ich mit dem? Nein. Aber hier kann ich damit was machen. Nichts passiert. Mal einen Moment gucken, dann haben wir mal hier. Oh je. Okay. Info. Bewege die Kugeln zu ihren farblichen passenden Ringen. Oh, wieder Schieberätsel. Hallo. Finde ich nicht nett. Wieso kann ich den äußeren Ring nicht drehen? Na, komm. Also das Drehen ist ein bisschen complicated. Aber ich müsste quasi hier
sowas so machen. Dass ich quasi die auch da rauskriege. Sonst ist das nicht möglich. Okay, soweit so gut. So, und dann haben wir schon mal alle roten draußen, jetzt kommen die grünen dran und dann müsste es eigentlich Stück für Stück hoffentlich gehen. Jawohl. Ich muss sagen, wenn ich das Minispiel hätte jetzt übersprungen, wäre das mir extremst peinlich. Weil das eigentlich relativ einfach ist. Wovon wurde diesem Wind? Ja, da. Noch ein Schreinsymbol. Nur die Frage, wo ist jetzt das letzte? Das ist da oben. Ah, da haben wir die Patronen. So, dann das nehmen wir auch mal mit. Wie mache ich das, dass er aufhört? Zwei Hebel sind hier, aber wo ist der dritte? Gute Frage. Wieso nimmt sie jetzt die Klinge raus? Ah, ich verstehe. Ich verstehe ganz gut. Dann können wir nämlich hier rein. Wir sind schon wieder über der Zeit, also ihr seht, ich vertiefe mich richtig schön in das Spiel. Aber das mache ich jetzt noch. So, meine Freunde, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Rites of Passage 5, Sturm des Jenseits. Bis dahin, gehabt euch wohl.